Ja, moin moin und herzlich willkommen zu Hearthstone mit dem LP Gonji. Und ich habe mal hier so ein Murloc-Deck erstellt. Grundsätzlich auf der Basis von einem Aggro-Murloc in Klammern Easy Ladder Climb. So ist er zumindest auf Hearthstone Heroes beschrieben, erklärt. Also da würdet ihr die richtige finden, die richtige Deckzusammenstellung. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Also ihr seht, also es ist wirklich voll aggro, ne? Also 9 Spieler mit 1 Mana, 2 Diener mit 10, 3 mit 8. Und dann habe ich noch so ein bisschen rumgemacht. Ich hatte 19 Karten aus dem Deck von 30 und habe dann unter anderem einen Drachen hinzugefügt. Moa, Guss, Gas, sorry für die Aussprache, ist einmal dabei. Und ich glaube, wen hatten wir noch? Irgendeinen hatte ich noch random. Ah, hier. Den Bauvi hier. Ein Wildtier. Und zwar, weil ich ihn hier dazu gezogen habe. Ich habe hier Spottkampfschrei. Zieht ein Wildtier, einen Drachen und einen Murloc aus eurem Deck. Und deswegen wollte ich einfach nur gucken, dass ich noch ein Wildtier und einen Drachen, beziehungsweise Wildtiere habe ich noch ein, zwei mehr. Aber dass ich das zumindest im Deck habe, wenn ich die Karte ziehe. Also das könnte rein theoretisch ziemlich nice werden, beziehungsweise ich wollte halt auch einfach noch mal Karten haben, falls es doch nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Und wir gucken einfach mal, wie sich dieser Murloc Paladin macht und schlägt und ob wir wieder auf 17 kommen und ob wir vielleicht sogar Richtung 17, 16, 15 kommen können, was ja mein eigentlich erklärtes Ziel zumindest noch für 2017 ist, auch wenn ich Noob bin. Aber schauen wir mal. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Sehr nice. Sehr nice. Der wird sich freuen und wird direkt wissen, worum es geht, wenn wir hier anfangen. Also, sobald ich den ausspiele, weiß er eigentlich schon Bescheid. Und wir fangen einfach mal an. Sehr nice. 3-2. Den Drachen haben wir hier schon mal. Okay. Er sackt gerade zusammen und sagt: Verleiht allen Dienern auf eurer Hand. Okay. Damit warten wir noch. Zack. Mal gucken, wie lange das Match dauert. Ich meine, wir spielen hier auch gegen Heiler. Hat er zweimal. Na, genau. Vernichtet schon mal den ersten. Plus 2 Leben. Ja. Oder? Wir haben zwar jetzt nicht viele Karten auf der Hand, aber wenn die ein bisschen mehr Leben hätten, wäre ja auch nicht schlimm. Zack. 3-4 und 4-4 für 3 Mana, das ist schon ziemlich nice. Vielleicht können wir noch einen Murloc ausspielen. Vielleicht der Belebte, fügt sich selbst 4 Schaden zu. Okay, den wird er den jetzt noch nicht heilen, okay. Ist jemand verletzt? Zieht diesmal gerade, wenn einer geheilt wird, okay. Ah, okay. Sehr gut. Also für ihn. Plus 2 Leben, das bringt ihm nichts. Plus 2 Angriff bringt ihm auch nicht viel, außer wir sagen 5. Dann kann er den zumindest töten. Ja. Dann kriegen wir den weg. So. Dann haben wir einen 4-4er legen. Liegen. Ist jetzt nicht optimal. Wir haben gerade. Also, wir spielen natürlich das Deck natürlich das allererste Mal. Und B. Guck mal. Und B, gerade relativ wenig Karten. Okay. Ich würde aber gerne erstmal seine Karte weghauen. So. Och, guck
Guck mal, schon 6-6er mit 5 Mana, das ist schon ziemlich nice. Ohne große Aufwendung hier. Und der hat auch 7-9. Den muss er dann auch erst entsprechend erstmal mit einem Zauber wegbekommen. Finde ich okay. Für 3 Mana. Und heilt ihn, ja, okay. Oh, heilt sich. Okay. Jeder Spieler zieht 2 Karten, ja, nice. Jeder Spieler zieht 2 Karten. 2, 4, 6, 7. Warte. Ja, machen wir so. Wir wollen flott vorankommen. Und ich töte ihn. Okay, nicht Face. Wahrscheinlich muss man mehr Face gehen. Das ist wahrscheinlich schon die Taktik mit dem Murloc Pala. Knapp dabei. Okay, den werden wir wegkriegen. Ich muss wahrscheinlich wirklich Face gehen. Sport. Bam. Ja, sehr gut. Somit haben wir nochmal ein paar Karten bekommen. So, wir könnten jetzt. Lass mich mal kurz gucken. Der muss auf jeden Fall weg. Und damit gehe ich Face. So. Eure anderen Murlocs haben plus 1 Angriff. Genau, den werden wir vermutlich als nächstes auch spielen. Und den könnten wir eigentlich auch spielen. Mit 8 Mana. Den wird er mit Sicherheit heilen. Genau, 2 Leben. Okay, würden wir wegkriegen. Das wäre noch nicht das Problem. Schauen wir mal. Den würde ich im Zweifel sogar mit. Oh. Okay. Das ist doof. Weil er kann nämlich rein theoretisch. Kann er damit nochmal sagen, hier. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. 10. Wir haben leider natürlich keinen Ansturm. Wir können das machen. Wir können das machen. Dann hat er 5. Immerhin. Zack. Hat 6. 8. Und so. Zack. Zack. Face. Er kriegt natürlich meinen Spot jetzt weg. Aber trotzdem müsste das noch relativ gut gehen. Okay, jedes Mal, wenn ihr eine Karte ausspielt, 2, 4, 6. Er hat ein paar Karten. Oh. Nicht gut. Nicht gut, aber gut, das ist klar. Die muss er ja auch haben, die Karte. Okay, dafür ist der weg. Und der ist weg, alles klar. Okay, alles Roger. So, ja, wir gehen erstmal die Richtung. Zack. So, damit muss er jetzt auch erstmal wieder arbeiten. Und dann würde ich das nächste Mal die Achte eigentlich ausspielen wollen. Mal gucken. Das Match dauert halt zu lange. Ich glaube, ich muss halt mit diesem Paladin ausschließlich Face gehen. Oh, warte mal. Warte. Ruf diesmal einen violetten Lehrling herbei, wenn ihr. Achso, okay. Da ist er eigentlich. Ein 1-1er. Und der. Der muss weg. Okay, der ist schon 6-6er, der muss dringend weg vom Fenster. Das ist jetzt. Bitte. Oh, shit. Das.
Ziemziemer, ey. Der muss jetzt unbedingt weg. 2, 4, 6, 8. 3, 6, 7, 8. So. Der muss zuletzt angreifen. Meine Murlocs haben plus einen Angriff. Ja, oder so. Scheiße. Dafür hat er nur noch 4 Leben, dann können wir den da nochmal wegnatzen. Alles klar. Also so. Und so. Der muss weg. Dann muss der weg. Und ja, wir nehmen Lehrling weg. So, mal gucken. So, leider bringt das jetzt gerade nichts, weil wir halt keine Karten auf der Hand haben. Und 11 Karten noch. Und er noch 7. Also das Game dauert halt gerade einfach viel zu lange. Ich denke schon, guck mal, wir haben 26 Leben. Er kam halt bisher kaum auf mein Face, weil er halt zu tun hatte, das Board zu klären. Jetzt hat er natürlich den Vorteil, er hat extrem viele Karten, logisch, wie es halt so als Priester auch ist. Ja, kann alles schön ausspielen, ne? Und ich kriege halt hier wahrscheinlich jetzt nur ein und zwei Mana-Karten. Kriege natürlich den Spotter weg, aber ja. Oh. Na endlich. Na endlich! Ach Gott, jetzt kriegt die ja noch doppelt, stimmt. Uiuiui. 2, 4, 6, 8. So, die geht, wird jetzt zerstört. Okay, davon haben wir aber auch genug. Auf eure Hand. Zack. 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 Und zack. So. Jetzt hat er wieder das Board-Problem. er wird aber sicherlich auf meinen Drachen gehen, weil er gerade gemerkt hat, huch. Der kriegt ja gerade... Okay. Gut, vielleicht einen Schaden könnte er natürlich auch machen, aber er hat ja wahrscheinlich maximal 2. Das ist ja das, was der Priester hat. Okay, jetzt hat er, ist ihm aufgefallen... Er bräuchte nochmal eine Karte. Göttliche Gunst ist natürlich Wahnsinn gerade. Mit in Kombi mit dem Drachen. Okay. Okay. Ja. 4 Mana-Punkte noch. Ne, 6. 6, 6. Eben stand aber, glaube ich, schon sogar schon 4, ne? Okay, noch einer weniger, ja. Alles klar. Jetzt kommt das. Okay, Board clear wieder. Ja. Das ist das Problem. Wenn das Match so lange dauert. Das ist das Problem. Ja. Zack. Zack. Zack, für einen Mana natürlich Hammer. So, wir haben noch 3. Wir könnten... Ich finde alle 3 eigentlich gar nicht so verkehrt. Karten ziehen können wir gleich noch. Adalas deswegen nicht. Dem anderen Helden 2 Schaden zufügen, wobei... Das irgendwie doch noch besser ist. Machen wir einmal. Und sagen, hier. Und die nächste Heldenfähigkeit. Feuerschlag. Perfekt. Und zack. So, mal gucken, was er macht. Das ist ein langes Spiel gerade. Oh, das längste YouTube-Video sogar von Hearthstone. Macht aber Spaß, also muss ich schon sagen.
Finde ich ganz cool. Gucken, wie viele Karten wir gleich noch haben. Oh, scheiße. Und dann würde ich natürlich Göttliche Gunst direkt ausspielen. Aber er wird natürlich wieder mein Board clearen. Das Doofe ist, ich kriege jetzt einen blöden Typen da nicht weg. Ich hätte mir mal den Guide durchlesen sollen. Wahrscheinlich steht da drin, solange kein Spot liegt, immer Face. Das hätte ich mal machen sollen. Ich habe keine Karten mehr. Scheiße, ich hätte mal... Ein heiligen Licht. Super klug. Das war ein Fehler. Ja, immer noch 7 Leben, ey. So, aber ich kriege halt seine blöden Viecher da nicht weg. Das sind... Ich gehe jetzt Face. Ach, er tötet mich ja eh. Ich meine, was soll ich machen? Ich hätte das früher machen müssen. Das war mein Problem. Ja. Viel zu lange. Also dafür, dass es ja ein Aggro-Murloc-Deck ist. Viel zu lange. Und somit kann ich dann auch nicht mehr gewinnen. Jetzt sowieso nicht mehr. Und ich habe A, keine Karten mehr. Und B, ja... Hat er da jetzt Spot liegen. Also ich kann das Ding nicht mehr gewinnen. Man könnte rein theoretisch abbrechen. Aber ich habe mit dem Paladin sowieso noch nicht so viel. Von daher... Er hat sich... Oh Gott. Hat er eben nicht angegriffen? Achso. Creamy! Geile Aktion. Und... Ja, 18. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Wird es wahrscheinlich nochmal den Pala geben. Mit dem Murloc-Deck. Und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Euer Gonji. Tschüss.